das Telefon funktioniert nicht. Ja, ja, das weiß ich. Und wieso lässt du es da nicht reparieren? Naja, weil ich... Das darf doch nicht wahr sein. Moment. Wieso soll ich es dann reparieren lassen? Weil du das immer erledigt hast. Unser Telefon ist doch noch nie kaputt gewesen. Ja schon, aber der Fernseher. Genau, ich habe ja auch schon angerufen und die Telefongesellschaft schickt uns jemanden. Oh, ich wusste doch, dass das deine Sache ist. Und wann kommt er? Heute Nachmittag. Erst heute Nachmittag? So lange kann ich nicht warten. Ich erwarte den Anruf von einem Mann. Ah ja? Mit wem willst du dich denn treffen? Weiß ich nicht, das kann ja keiner anrufen. Weißt du was? Eigentlich gefällt mir das so. Es ist zur Abwechslung mal ganz ruhig hier. Oh, Janet, ich kann ohne Telefon nicht leben. Ach, was soll das? Die Menschen sind tausende von Jahren ohne Telefon ausgekommen. Was glaubst du, was die wohl gemacht haben? Die haben rumgesessen und sich gefragt, wofür die gelben Seiten gut sind. Kinder, ihr glaubt mir nie, was ich gerade unten am Strand gesehen habe. Was denn? Also, ich jogge ganz alleine vor mich hin. Das glaube ich dir nicht. Ich auch nicht. Na schön, wenn ihr nichts von dem nackten Mädchen hören wollt, das ich getroffen habe, dann... Warte, warte, was für ein nacktes Mädchen? Ich weiß noch nicht mal, wie sie heißt. Ich jogge also am Strand entlang und drehe mich um und sage Hallo und da bin ich doch schon glatt über die nächste gestolpert. Noch ein nacktes Mädchen? Ja, alle, die am Strand lagen, waren völlig nackt. Sie hatten gar nichts an? Genau, das ist die Bedeutung von nackt. Das hast du völlig richtig erraten. Ja, also die hatten alle nichts anderes am Leib als Sonnenöl. Könnt ihr euch das vorstellen? Wo immer ich auch hingesehen habe, nichts als glänzende Hügel. Du meinst gleich hier unten an unserem Strand? Ja. Ach komm, du willst uns doch hochnehmen. Nein, das ist wahr. Ich habe die letzte halbe Stunde damit zugebracht, mich mit einer nackten Rothaarigen zu unterhalten. Ich wollte eben sicher gehen. Verstehe ich nicht. Ich dachte immer, die hätten ihren eigenen Strand. Dort wurden sie vertrieben. Sie sind auf unseren umgezogen. Sie kämpfen um ihre Rechte. Sie haben auch Transparente und so weiter. Das ist eine gewaltige Demonstration. Du meinst... Meinst du, die haben das so richtig organisiert? Ja. Dann sind da auch nackte Männer dabei gewesen? Wäre anzunehmen. Ich kann mich nicht erinnern. Oh. Mann, Chrissy. Mir fallen da eine Menge Leute hier in dieser Gegend ein, denen das gar nicht gefallen wird. Wieso? Menschen haben ein Recht darauf, nackt Sonne zu baden, wenn sie es wollen. Oh ja, natürlich haben sie das. Ihnen den Strand wegzunehmen ist ungerecht. Das finde ich auch. Man sollte sie bei ihrem Kampf unterstützen. Richtig. Na gut, dann gehen wir hin und helfen ihnen. Wir werden fest zu ihnen stehen. Richtig. Wir ziehen uns aus, wenn wir da sind. Falsch. Wir sollen uns ausziehen? Wir können doch nicht angezogen demonstrieren gehen. Wieso nicht? Bei der Druckergewerkschaft geht das doch auch. Janet, das ist ein Nacktbadestrand. Darum geht's doch überhaupt nur. Ja, aber ganz nackt. Chrissy, wäre dir denn das nicht peinlich? Nein, es ist doch für eine gute Sache. Na schön, dann schicken wir ihnen eine Spende. Versteh doch, es geht um jede Minute. Chrissy. Es ist genauso, als würde man zum Arzt gehen. Ich meine, es wäre dir doch auch nicht peinlich, dich vor deinem Arzt auszuziehen, habe ich recht? Nein, dann aber... Dann musst du dir einfach vorstellen, dass alle Leute, die dich ansehen, Ärzte sind. Chrissy. Guten Tag, mein Name ist Dr. Tripper. Und ach, lass doch den Quatsch. Chrissy, nein, das kann ich einfach nicht machen. Hey, Chrissy, ich begleite dich, ich allein. Vergiss es. Moment mal, heißt das etwa, du würdest dich vor jedem Fremden ausziehen, aber nicht vor mir? Genau. Also, das ergibt doch gar keinen Sinn. Oh doch, selbstverständlich. Wenn die mich nackt sehen, spielt das weiter keine Rolle, weil ich die nicht kenne und die mich nicht kennen. Also ich nicht weiß, wer mich sieht und sie nicht wissen, wen sie sehen. Aber dich kenne ich und du kennst mich, also weiß ich auch, wen du sehen wirst. Und du weißt auch, wen du sehen wirst und in beiden Fällen bin das ich. Kapiert, Janet? Siehst du? Nein, ich sehe leider nichts. Und dabei wird es auch bleiben. Also ich würde mich vor euch ausziehen. Irgendwann mal, Jack, wenn wir was zum Lachen brauchen. Spiel dich doch nicht so auf. Ich weiß, dass du nie an einen Nacktbadestrand gehen würdest. Ach ja? Und wieso bist du dir da so sicher? Weil du solche wilden Sachen einfach nicht machst. Du bist doch gar nicht der Typ dafür. Ach, was du nicht sagst. Und was für ein Typ bin ich dann? Ach komm, das weißt du doch. Du bist grundsolide, anständig und zuverlässig. Das klingt wie eine Beschreibung für einen Gebrauchtwagen. Ach, nicht doch. Ich versuche dir ein Kompliment zu machen. Aber ganz nebenbei hast du auch ein ganz tolles Armaturenbrett. Oh, Jack! Oh, warte. Und jetzt hör du mal zu. Ich mache nämlich ziemlich oft wilde, verrückte Dinge. Ach ja, und was? Na ja, du weißt schon. Ach ja, gestern Abend. Aha. Du hättest mal sehen sollen, was ich zum Beispiel letzte Nacht mit Roy gemacht habe. Ach ja, was hast du denn gemacht? Na ja, zuerst habe ich ihn so gepackt. Sei zart. Ja, und dann habe ich ihn in meine Arme genommen und tief hinuntergebeugt. Etwa so wie ja, sie. Ja. Ja, und dann, Jack? Ja. Dann habe ich ihm nur tief in seine Augen gesehen. Ja, ja. Und das eine sag ich dir, er war wie Wachs in meinen Händen. Ich hätte alles mit ihm machen können. Sag mir, was du gemacht hast. Gar nicht. Wieso? Tja, weil er genauso viel Schaum vor dem Mund hatte, so wie du jetzt.
Also habe ich ihn fallen lassen. Ich liebe es, wenn du so leidenschaftlich bist. Hallo, Stanley. Hallo, Helen. Wo hast du den ganzen Morgen gesteckt? War am Strand spazieren. Ach, wirklich? Wir leben doch schon seit 20 Jahren hier und du bist früher nie am Strand spazieren gegangen. Dann wurde es aber höchste Zeit. Hast du mein Fernglas irgendwo gesehen? Ja, das ist oben in der Schreibtischschublade. Wieso? Na, ich habe da draußen gerade ein paar Dinge gesehen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Was denn für Dinge? Muscheln. Seemuscheln. Ach, für mich gibt es auch nichts Schöneres, als Muscheln anzusehen. Ja, so geht's mir auch. Sie haben so überwältigende Formen. Oh ja, ich weiß. Ich weiß. Ach, da ist es ja. Ja, und wo willst du jetzt hin? Noch ein paar Muscheln betrachten. Etwa mit dem Fernglas? Na klar, weißt du, auf diese Weise kann man sie betrachten, ohne sie aufzuscheuchen. Was? Das ist Ökologie. Du weißt doch, rettet unsere Seemuscheln. Was? Waren das nicht die Wale? Vielen Dank. Ich danke auch. Schach und Matt. Ich mach schon auf. Hat sie gewonnen? Na, was denn nun? Ah, oh, hallo Larry. Janet. Wie geht es dir denn? Mir geht's hervorragend. Hallo Larry. Na, jetzt hey, was machst du denn hier? Ich denke, du wolltest den ganzen Tag am Strand bleiben. Ach komm, das ist doch nur was für kleine Kinder. Ein Schwarm nackter Bienen, der da rumsteht, ist doch keine Herausforderung für einen gestandenen Mann wie mich. Sie haben dir also alle einen Korb gegeben? Wirklich jeder einzelne. Wie wär's dann mit einer Partie Schach mit dem Chef? Nein, danke. Ich bin eigentlich nur gekommen, um euch alle zum Essen einzuladen. Was? Na, ich bin doch dran. Wisst ihr das nicht mehr? Wie könnten wir das vergessen? Du bist doch schon seit Monaten dran. Ich weiß. Das hat auch nur deshalb so lange gedauert, weil ich doch das perfekte Lokal finden musste, in das ich euch alle zum Essen einlade. Was für ein Lokal ist das denn? Es entspricht natürlich meinem Stil. Also die billigste Bruchbude. Das war aber nicht sehr freundlich. Es handelt sich nämlich um ein schickes griechisches Restaurant, das gerade unten am Strand aufgemacht hat. Ein Grieche? Ja, eine tolle, bunte Beleuchtung, sag ich dir. Oh nein, wartet einen Moment. Wir können jetzt nicht direkt das Telefon. Ach, das hatte ich vergessen. Ja, weißt du, Larry, unser Telefon ist kaputt. Wir müssen hierbleiben, um den Techniker reinzulassen. Was, hier alle drei? Ein Mensch reicht doch, um eine Tür aufzumachen. Ja, aber wer will das machen? Ja. Ach, Janet wird das schon erledigen. Auf Janet kann man sich doch verlassen. Ja, machst du das? Oh, wirklich toll, Janet. Wir machen hier was mit. Also bis bald und es macht dir auch wirklich nichts aus, bist du da ganz sicher? Ausmacht? Sie liebt doch solche kleinen Aufgaben. Unsere gute, nette, zuverlässige Janet. Lieb von dir. Gute, nette, zuverlässige Janet? Es ist offen, kommen Sie nur rein. Hallo. Oh, hallo, Janet. Mrs. Roper, darf ich Sie mal was fragen? Aber sicher, Herzchen. Worum geht es denn? Bin ich eigentlich zuverlässig? Ja, natürlich sind Sie das. Aber es ist gemein, mir sowas zu sagen. Was? Ja, sehen Sie denn das nicht ein, Mrs. Roper? Zuverlässigkeit ist öde. Öde ist langweilig und Langeweile ist nicht witzig. Mögen Sie etwa Menschen, die öde, langweilig und nicht witzig sind? Das muss ich wohl. Ich bin mit so einem verheiratet. Ich will nicht mehr als Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Oh ja, das kann ich gut verstehen. Ich will nicht herumsitzen und auf den Telefonmann warten. Ich will rausgehen und auch mal etwas tun, das wild und verrückt ist. Ja, ich auch. Wenn ich nur schon so ungefähr wüsste, was. Ich weiß zwar was. Aber das hilft auch nicht weiter. Ah, hallo, Janet. Oh, hallo. Wo sind die beiden anderen Mädchen?
Ach, die sind unten am Strand, Mr. Roper. Die wollen dort ein neues griechisches Restaurant ausprobieren. Ah, da wir gerade vom Strand sprechen, Stanley. Wie kommst du denn mit deinem neuen Hobby so voran? Ach, bestens. Ich habe heute ein paar Prachtexemplare gesehen. Er war nämlich heute den ganzen Tag am Strand, um sich Muscheln anzusehen. Ach ja? Aha. Schon gelangweilt vom Nacktbadestrand? Nacktbadestrand? Ja. Hat Mr. Roper Ihnen das nicht erzählt? Unser Strand ist ein Nacktbadestrand geworden. Ach, tatsächlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. So, du hast also den ganzen Tag nichts weiter als Muscheln gesucht, hä? Huh? Was für Muscheln waren das denn, Stanley? Blonde Miesmuscheln? Ich bin ein verheirateter Mann, Helen. Was sollte ich denn mit einem Strand voll nackter Frauen anfangen? Allmächtiger, sogar das hat er schon vergessen. Hörst du mir vielleicht mal zu? Nein, zuerst hörst du mir einmal zu, Stanley. Wenn ich dich auch nur in der Nähe dieses Strandes erwische. Wenn ich auch nur ein einziges kleines Sandkorn in deinen Schuhen finde, dann kannst du was erleben. Ganz wie du meinst, Helen. Ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen. Also, wenn Sie sich schon für eine Selbstverständlichkeit halten. Ich weiß, das ist furchtbar. Was haben denn diese Frauen am Strand an sich, was ich nicht habe? Ach, die haben auch nicht mehr als Sie. Und um das bei mir zu sehen, braucht ihr doch auch kein Fernglas. Ach, Mrs. Roper. Mrs. Roper, ich glaube, Sie haben gerade die Antwort für uns beide gefunden. Habe ich das? Ja, na wissen Sie nicht mehr. Wir hatten doch beide gesagt, wir wollen etwas Wildes und Verrücktes tun. Ja. Na gut, dann gehen wir jetzt beide runter zu diesem Nacktbadestrand und schließen uns dieser Demonstration an. Kommen Sie, wir gehen da runter und beweisen denen, dass wir auch vollwertige Menschen sind. Oh ja, Janet, das ist eine ganz fantastische Idee. Nicht wahr? Absolut die beste seit Jahren. Na prima, dann nicht Sie weg hier. Worauf warten Sie noch? Ich schreibe Stanley einen Zettel. Warum? Na, wenn ich schon etwas hinter seinem Rücken tue, dann soll er es doch wenigstens mitkriegen. Gute Idee. Nicht Sie weg. Oh, meine Brille. Ihre Brille? Ich dachte, die brauchen Sie nur zum Autofahren. Und zum Betrachten von Seemuscheln. Hier gibt es ja schließlich beiderlei Geschlecht, nicht wahr? Hey, machst du mal die Tür auf? Ich komme. Ich komme. Hallo, darf ich mal reinkommen? Oh, vielen Dank. Oh, ich möchte nur mal kurz Ihr Telefon benutzen. Was? Ich glaube nicht. Helen? Ich möchte nur meinen Freund anrufen, dass er mich abholt. Ich habe unten am Strand demonstriert, da haben uns die Bullen hochgehen lassen. Sie waren eine von den Demonstranten? Aha. Und. Nackt! Wieso lassen Sie uns nicht einfach in Ruhe? Wir wollen doch nur ohne diese ständigen Frustrationen leben. Einfach nur offen und aufrichtig sein. Ich weiß, was Sie meinen. Genauso fühle ich auch. Ach, hallo, Tom. Kannst du mich abholen? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich bin an der Ecke Ocean und Demona Street. Okay. Wiederhören. Er wird dann ein paar Minuten hier sein. Kann ich Ihnen vielleicht was anbieten? Kaffee? Ein Trenchcoat? Nein, vielen Dank. Was für ein Tag. Es war unglaublich unten am Strand. Kann man wohl sagen. Ich meine, ach wirklich? Da sind doch tatsächlich so ein paar Spanner aufgetaucht und haben uns einfach angestarrt. Kann doch nicht wahr sein. Manche hatten sogar Ferngläser dabei. Ach, sowas Lächerliches. Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Habe ich Sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Nein, ich war da nicht. Haben wir uns nicht sogar heute erst gesehen? Schon möglich. Wenn Sie in der Kirche waren. Sie sind ja richtig süß. Es ist so schrecklich heiß hier. Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich das Handtuch ablege. Nein, bitte tun Sie mir das nicht an. Was ist denn mit Ihnen? Nichts, gar nichts. Hey, einen Moment mal. Haben Sie nicht gesagt, die Polizei hätte alle an diesem Nacktstrand verhaftet? Ja, aber nur die Frauen. Meine Gattin war da. Und sie ist eine Frau. Haben Sie sie gesehen? Groß, rothaarig. Sie sieht immer aus, als ob ihre Strümpfe runterhängen. Dabei hat sie gar keine an. Nein.
Wahrscheinlich hat man sie hinter Gitter gebracht. Kommen Sie, wir gehen. Hey, was erlauben Sie sich? Ja, und was soll ich meinem Freund sagen? Hauptsache, Sie sagen nicht, dass Sie hier gewesen sind. Das macht Spaß. Hab ich nicht gesagt, Jack. Tolle Atmosphäre, tolle Lampen. Die Beleuchtung ist gut, aber wie steht's mit dem Essen? Ich war zwar schon 5-mal hier, aber ich weiß noch nicht mal, ob es hier überhaupt Essen gibt. Aber du willst uns zum Essen einladen? Das hatte ich mir vorgenommen. Mach ich das ungefähr richtig? Falls du gerade die Sitzfläche polieren willst, ja. Mach ruhig so weiter. Ach, es heißt übrigens, dass jede Bewegung eine Bedeutung hat. Die Tänzerinnen sprechen mit ihrem Körper. Ich glaube, unsere hier stottert. Oh, das ist doch was. Ich glaube, sie mag dich. Nun sieh dir das an. Ja, überhaupt kein Stil. Mit diesem Kerl kann man sich nirgendwo blicken lassen. Hi. Oh nein, danke, ich... Ich bin doch hier nur gastig. Hallo, Jack, trau dich. Ich bin dafür gar nicht geeignet. Ich habe nämlich eine... Ich will den schüchtern. Ja. Ich kann es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hilf mir bitte. Ich bin hier drüben, wenn du mich brauchst. Hey, du warst toll, wirklich. Wieso hast du denn schon aufgerührt? Sie schießt aus der Hüfte. Ich habe hier gleich ein unheimliches Pfeilchen. Chrissy, Larry, ich bin ja so froh, dass ich euch gefunden habe. Hallo, Mr. Roper. An diesem Nacktbadestrand ist etwas passiert. Ach ja, was denn? Also was? Sie möchte wohl, dass Sie mit ihr tanzen. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, Sie haben mich etwas missverstanden. Ich bin nur ein Gast. Ich arbeite nicht hier. Ich glaube, es ist besser für Sie, wenn Sie mit mir tanzen. Sie sollten Sie auch führen lassen. Ja, aber ich wollte doch erzählen, was... Oh. Gleich geht's los. Na denn. Roper, der Shaker. Na, wer sagt's denn? Ja, Sie haben es aber nicht übel. Beste. Was wollten Sie uns eigentlich so dringend sagen, Mr. Roper? Wir haben heute am Strand eine Razzia gemacht. Ehrlich? Oh. Ja, aber es kommt noch schlimmer. Helen und Janet waren auch da. Was? Das darf nicht wahr sein. Sie waren da, aber jetzt sind Sie wahrscheinlich schon hinter Gitter. Na komm, wir müssen Sie da rausholen. Was machen wir? Ole. Hey, wartet auf mich. Hier. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Wir bleiben noch in Verbindung. Mann, dieses Polizeirevier war ja völlig überfüllt von diesen Nudisten. Das stimmt. Und jedes Mal, wenn sie sich hingesetzt haben, dann klang das wie Parteitagsklatschen. Na, immerhin hat ihnen die Polizei Decken gegeben, um sich zu verhüllen. Ja, aber ist euch aufgefallen, dass ausgerechnet die hübschesten Mädchen die Decken mit den Mottenlöchern kriegt? Oh. Du hast es natürlich gesehen. Aber wieso waren Helen und Janet nicht da? Vielleicht sind sie ja doch nicht zum Strand gegangen. Naja, und wo sind sie dann? Psst. Was war das? Was war was? Dieses Psst. Psst. Fantastisch. Wie haben Sie das Echo hingekriegt? Stanley, hier bin ich. Helen, wie bist du denn darüber? Halt! Keinen Schritt weiter. Ich habe nichts an. Das erschreckt mich nicht. Ich bin dein Mann. Was soll ich schon bloß sehen, was ich nicht schon früher gesehen habe? Mich! Oh. Hallo allerseits. Könnte vielleicht mal jemand etwas holen, womit wir unsere Blößen bedecken können? Ja, ich bin schon unterwegs. Du hast überhaupt nichts an? Was treibt ihr eigentlich in diesem Gärtchen? Wir erregen die kleinen Gänseblümchen. Wo sind denn eure Kleider? Die haben wir unten am Strand gelassen. Als die Polizei anmarschiert ist, sind wir so schnell wie möglich geflüchtet. Aber das sind doch 3 Blocks bis nach Hause. Wie sind Sie denn von dort bis hierher gekommen? Schneller, als sich das irgendjemand vorstellen könnte. Und warum bist du dann nicht sofort in die Wohnung gegangen? Weil die Tür abgeschlossen ist. Du hast doch wohl einen Schlüssel. Wo bitte hätte ich einen Schlüssel hinstecken sollen? Mann, ich bewundere dich wirklich, Janet. Tatsächlich? Ja,
Ich meine, ich habe doch dauernd davon geredet, mich für die gute Sache auszuziehen. Und doch bist du wieder diejenige, die was unternimmt. Du hast doch deine Seele entblößt. Ja, unter anderem. Ich schätze, ich bin ein Denker und du bist ein Macher. Hey, sei nicht traurig. Noch ist es nicht zu spät für dich. Ach nein? Nein, ich halte gerne die Kleider für dich. Oh. Und bitte nicht heim. Jack, das ist leider nicht witzig. Ja, ja, Janet, tut nein, mir Jack, leid. Zurück, oh, bleib, entschuldige bitte, das hatte ich ganz vergessen. Okay, es kann losgehen. Hier ist der Handtuchmann. Eins für Sie, bitte. Ich danke Ihnen vielmals, Larry. Und eins für dich, Janet. Larry, ich weiß, dass du absichtlich so hochgeworfen hast. Naja, ein Versuch war es doch wert. Wir sehen uns später. In Ordnung, Larry. Bis bald. Ah, seht euch das mal an. Das sind doch Lai und Lani, die zwei hawaiianischen Zuckerpüppchen. Ach, Jack, lassen Sie doch den Unsinn. Oh, ich wollte nur, ich hätte auch den Mut, so verrückte, wilde Sachen wie ihr zu machen. Ach, was, Chrissy. Weißt du, das war gar nicht so wild. Ich habe nur beschlossen, dass mich von jetzt an nichts mehr aus der Fassung bringen soll. Peinlich. Dieser Larry sollte sich mal neue Handtücher kaufen oder wenigstens diese riesigen Löcher da hinten zu nehmen. Jack, du genug gelacht, rein mit dir. Und solltest du wieder mal nackt herumlaufen wollen, dann mach das bitte in unserer Wohnung. Oh, hast du das ernst gemeint? Aber warne mich vorher, dann kann ich wenigstens ins Kino gehen oder sowas. Jack, ich finde, wir hätten doch lieber auf den Telefonmann warten sollen. Ja, auf dem Zettel stand, er würde munter kommen. Ach Quatsch, jeder Idiot kann ein Telefon reparieren. Das ist ganz einfach. Der rote Draht kommt hier rein, der grüne Draht kommt dahin und der schwarze Draht... den sollte man nicht anfassen. Leg mal auf. Ich lege auf. Na schön. Nun, wer will den ersten Anruf machen? Ah, wir werden angerufen. Hallo? 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 Ich kann gar nichts hören. Das ist ja komisch. Vielleicht ist das ja nicht für dich. Was machen wir jetzt? Oh, ich bin sicher, dir wird was einfallen. Ja, ein Telefon kann doch jeder Idiot reparieren. Gute Nacht, Jack. Gute Nacht, Jack. Ach, hör doch auf. Hm.